Dann hier daneben haben wir ein Projekt, was ich noch gar nicht gezeigt habe. Ist komplett pflegeleicht, also ich mache eigentlich fast gar nichts. Ist gerade auf der Suche nach Futter. Dann wurde ich krank, ich hatte eine Lungenentzündung. Das ist auch das Hauptding, was ich mit dem Kanal machen möchte. Und zwar, es fühlt sich an, als ob ich ewig kein Video mehr aufgenommen habe. Deshalb zeige ich euch heute meine ganzen Aquarien und Terrarien. Und wir reden ein bisschen drüber, was sich so getan hat in letzter Zeit und wie es mit dem YouTube-Kanal weitergeht. Also das hier ist mein Aquascaping-Studio oder auch Wohnzimmer. Und hier sind meine ganzen Aquarien und Terrarien und was noch so dazu gehört. Und hier produziere ich auch die meisten Videos. Ist aber wie gesagt mein Wohnzimmer und der Raum hat ziemlich genau 20 Quadratmeter. In Videos wirkt er mal ein bisschen größer als in echt. Deshalb mal so dazu gesagt, ich glaube, ich habe das noch nie so richtig erwähnt, wie groß der Raum ist. Aber fangen wir heute mal in dieser Ecke hier an, mit dem 35 Liter Scapers Tank. Also anfangs hatte ich hier so ein paar Algenprobleme. Ich habe hinten ein paar Pflanzen dazu gesetzt, ein bisschen Rückschnitt. Und hier sieht man auch eine von den Grundeln, von den Hummelgrundeln, glaube ich, war das. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es eine Hummel oder eine Goldringelgrundel war. Ich glaube, es war eine Hummelgrundel. Sonst hier noch die Bienenkanälen. Und ich habe hier drei Geweihschnecken eingesetzt, wo die eine Bienenkanäle gerade drauf sitzt. Die haben sich auch ein bisschen darum gekümmert, dass die Steine und die Wurzel ein bisschen sauberer wird. Das CO2 ist schon ganz langsam am Ausgehen, also noch ganz wenig Blasen kommen. Da habe ich ja das Bio-CO2-System von Arca und ich glaube, das lief jetzt irgendwie so 6 Monate an dem Aquarium. Also hat echt lange gereicht, muss ich jetzt mal neu wieder befüllen, werde ich dann nach dem Video machen. Aber sonst finde ich das Aquarium hier richtig schön. Wie man hier sehen kann, es hat 28 Grad, es ist ziemlich warm hier, vor allem weil jetzt gerade die Türen hier zu sind. Die sind normalerweise immer offen und dann zirkuliert die Luft auch viel mehr und meistens habe ich dann noch ein Fenster gekippt oder offen, je nachdem wie warm es draußen ist und hier auch einen Ventilator stehen. Dadurch, dass die zwei Türen hier offen sind, ist es auch nicht so schlimm mit der Luftfeuchtigkeit. Sobald ich die Türen zumache, so wie jetzt, wenn ich filme, dann merke ich, wie die Luftfeuchtigkeit langsam raufgeht. Aber wenn ich sie aufmache und halt sonst überlüfte, dann geht das eigentlich komplett klar. So wie halt jetzt noch mit 56%, ist sogar gerade ein bisschen höher, ist normalerweise immer so zwischen 50% und 60%. Dann hier daneben haben wir ein Projekt, was ich noch gar nicht gezeigt habe, und zwar das Doha Neo Glas Baluda. Gibt es leider so nicht mehr das Glas, ist ein schönes Glasterrarium, was wirklich sehr schön verarbeitet ist. Und das habe ich eingerichtet für Vampirkrabben und das war jetzt schon ein paar Monate her, entwickelt sich auch ganz gut. Ich habe hier so einen Gelbsticker, weil ich so ein paar Traummücken hatte, aber die sind jetzt mittlerweile auch fast weg. Und da werde ich jetzt bald mal die Vampirkrabben einsetzen und dann gibt es auch das Video dazu. Dann hier so drüber habe ich so ein paar Mini-Terrarien, sind noch gar nicht so stark beleuchtet. Hier so Tor-Gläser und hier das Assel-Terrarium entwickelt sich mittlerweile auch ganz gut. Den Asseln geht es gut, also sieht man immer wieder mal, hier ist ein Bild. Sonst für den Pflanzen sind ein paar kaputt gegangen, aber die meisten haben es geschafft und wachsen so vor sich hin. Auch hier die eine Begonie hier. Also der Grund, warum ich jetzt so lange kein Video mehr aufgenommen habe, also ich glaube so für so 4 Wochen, war, dass ich krank geworden bin. Also nach der Interzoo habe ich das Video zu den 60p aufgenommen mit den Algen in der Einlaufphase und dann kamen noch die Interzoo-Videos und dann wurde ich krank. Ich hatte eine Lungenentzündung, ich hatte starkes Fieber und Husten und die ersten Tage ging es mir echt nicht gut, aber dann wurde es schnell besser mit Antibiotika und so weiter. Und jetzt so nach 2,5 Wochen geht es mir schon relativ gut, ein bisschen Husten habe ich noch, aber sonst ist wieder alles gut. Dann hier von der einen Ecke habe ich das Fenster mit den ganzen Zimmerpflanzen. Hier auch eine Alocasia in so einem Neoglas, also die war in dem Terrarium hier drinnen und habe ich jetzt hier eingesetzt. Ist okay, also hier sieht man, die Blätter sind ein bisschen braun und hier ist es auch okay. Ich tue sich ein bisschen schwer hier mit der nicht so hohen Luftfeuchtigkeit wie im Terrarium. Und dann hier, weiter drüben, habe ich das Ecosystem No Wasserwechsel Aquarium. Da habe ich wirklich noch keinen einzigen Wasserwechsel gemacht. Ich habe jetzt nur Wasser nachgefüllt jedes Mal, wenn was verdunstet ist, damit es halt nicht leer wird mit der Zeit. Und das entwickelt sich richtig gut. Hier habe ich ein bisschen Eleutherium montevidensis eingesetzt, damit auch ein bisschen höheres Gras wächst. Ich habe letztens mal ein paar Pflanzen zurückgeschnitten, damit es ein bisschen leerer wird. Aber sonst entwickelt sich das richtig gut. Ist komplett pflegeleicht, also ich mache eigentlich fast gar nichts, außer halt Wasser nachfüllen und ein bisschen düngen, wenn die Pflanzen ein bisschen heller aussehen. Und das war's dann auch schon damit. Dann hier das Pfeilgiftfrosch-Terrarium. Hier sieht man noch einen davon. Ist gerade auf der Suche nach Futter. Ich habe jetzt gerade so ein paar Geweihfahnen reingehängt, dazwischen Aufbewahrung,
Da muss ich auch noch irgendeinen Platz suchen oder ein anderes Terrarium. Wir sind mir hier auf Dauer ein bisschen zu groß, aber jetzt erstmal zwischenzeitlich passt es ganz gut. Ich habe letztens erst ein Video hochgeladen, wo ich den ganzen Aufbau in ein Video zusammengeschnitten habe. Und da ist mir erst aufgefallen, wie krass die Pflanzen gewachsen sind. Also das ist echt krass. Wenn man das jeden Tag sieht, fällt das gar nicht so auf. Aber wenn man dann mal Fotos sieht vom ersten Tag, wo es eigentlich noch fast leer war, ist jetzt schon ein krasser Unterschied. Mittlerweile sind die Wände auch richtig schön bemoost, also entwickelt sich auch richtig gut das ganze Teil. Und gleich dann eben ist das Paludarium, was jetzt wirklich bald wegkommt. Also ich habe das ja glaube ich schon vor einem Jahr fast gesagt. Und eigentlich war es geplant, dass es Anfang des Jahres wegkommt. Aber jetzt, die nächsten Wochen, wird es abgeholt. Es kommt nicht komplett weg, sondern meine Schwester bekommt es. Also wird es einfach nur umziehen. Und dann habe ich auch wieder hier Platz für was anderes. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was hier hinkommt. Muss ich noch überlegen. Aber das entwickelt sich ja auch immer wieder. Es schaut immer wieder anders aus. Hier die große Anubias hat hier auch wieder ein neues Blatt, was kommt. Dann hier die Pflanze. Wird auch richtig riesig, also richtig krass, wie groß die Blätter hier so sind. Muss man auf jeden Fall mal zurückschneiden. Aber das ganze Teil schaut auch richtig, richtig gut aus. Unter Wasser waren ja die Kardinalsfische. Die sind jetzt umgezogen. Und zwar hier rüber zum Biotop-Style-Aquarium. Und da sieht man erstmal, wie schön die Kardinalsfische aussehen. Unter der Twinstar S3, also ein richtig schönes Licht. Da sieht man, wie schön rot die sind und gefärbt. Gefallen mir da richtig, richtig gut. Im Paludarium sind die gar nicht so aufgefallen. Aber hier kommen sie richtig gut rüber. Die anderen Fische sind ja auch noch, also hier Panzerwelse, Panda-Panzerwelse, sieht halt ein bisschen schreckhafter. Und auch noch die Nanostomos, den glaube ich hier hinten kann man den Guanos sehen. Die sind auch noch da, sieht man aber nicht mehr so viel. Aber ich glaube hier, ja hier sieht man einen von den Eques. Ansonsten der Farn, der Orange-Dip, wächst auch richtig gut. Und hier habe ich noch ein paar Schwimmpflanzen, damit auch noch ein paar Nährstoffe rausgezogen werden. Aber hier dünge ich auch ab und zu mal ein bisschen Makronährstoffe. Jetzt noch zu dem Thema, wie geht es weiter mit meinem YouTube-Kanal. Ich habe in den letzten 3 Wochen fast gar nichts gemacht, keine Videos gedreht, die Aquarien auch gar nicht wirklich gepflegt. Für das schauen sie echt gut aus. Also ich habe auch keinen Wasserwechsel und nichts gemacht, nur halt die Tiere gefüttert und Wasser nachgefüllt. Und sonst habe ich wirklich fast gar nichts gemacht. In der Zeit habe ich mir viele YouTube-Videos angeschaut und viel überlegt, wie es mit meinem Kanal weitergehen soll. Ich bin immer wieder mal am Überlegen, wie es mit dem Kanal weitergehen soll. Es ist ja nicht mein Hauptberuf. Ich arbeite ja bei Liquid Nature Vollzeit und mit dem Gehalt kann ich mir mein Leben gut finanzieren. Und alles, was ich mit meinem Kanal hier verdiene und mit dem, was dazu gehört, kann ich wieder in den Kanal stecken und Sachen machen, die mir Spaß machen. Und das ist auch das Hauptding, was ich mit dem Kanal machen möchte, und zwar Sachen, die mir Spaß machen. Und ich habe dann viel überlegt, was für Videos schaue ich persönlich gerne. Es sind mehr so Vlog-Style-Videos, aber jetzt keine Angst, das werden Videos über Aquarien und Terrarien und alles, was ich sonst bis jetzt so gemacht habe. Aber ich werde so ein paar Sachen in nächster Zeit ausprobieren, mal schauen, wie das Ganze so läuft. Also ich möchte nicht mehr oder weniger so Videos machen wie das letzte Video, wo ich euch nur was über die Algen in der Einlaufphase erkläre und zeige, sondern ich möchte euch so mitnehmen bei den Sachen, was ich mache. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Aquarium einrichte, möchte ich das in einem Video machen und vielleicht noch so ein, zwei andere Sachen zeigen, die so passieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie neue Fische in den einen Aquarium habe oder Algen in den einen Aquarium oder was auch immer, dass ich das auch immer so ein bisschen zeige, dass das Video immer so ein Hauptthema hat. Also zum Beispiel heute so eine Rundtour und ich erzähle euch was, was so passiert. Also sowas in der Art. Ich werde dann noch ein bisschen herumprobieren und ein bisschen testen, wie es so ankommt und wie es mir Spaß macht, was mir halt am wichtigsten ist. Wie gehabt soll auf jeden Fall ein Video die Woche kommen, also jeden Sonntag um 15 Uhr. Und wenn es sich ausgeht, noch ein Video am Mittwoch um 18 Uhr. Aber Sonntag ist so der fixe Tag, Mittwoch ist der zusätzliche. Vielleicht schaffe ich es in Zukunft, wenn das mit dem Vlog-Style so gut funktioniert, dass ich das auch wirklich regelmäßiger durchziehen kann. Aber jetzt war es oft so schwierig, auch manchmal Videoideen zu finden. Teilweise hat man auf einmal ganz viele Videos, was man rausbringen kann, und dann wieder weniger. Und ich habe wenig Lust auf zum Beispiel Fischvorstellungen oder Pflanzenvorstellungen oder einzelne Technik-Reviews. Das ist einfach nicht so mein Fall, weil zum einen mache ich das ja auch für Liquid Nature, da schneide ich und filme ja auch die Videos. Und da hätte es, finde ich, nicht so viel Sinn, wenn ich dann noch dasselbe Video mache. Und ich habe auch ehrlich gesagt nicht so viel Lust darauf, irgendwie Sachen aus dem Internet rauszusuchen und die euch dann vorzutragen. Ist einfach nicht so mein Fall. Also schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet und was ihr gerne sehen wollt. Also hier das 60p, ich habe jetzt gerade den Lightground abgeschalten. Ich habe den nicht auf einer Zeitschaltuhr, sondern schalte ihn immer nur selbst ein, wenn ich es halt sehen will. Und das entwickelt sich auch richtig gut. Im letzten Video hatte ich ja relativ viel Algen. Die sind aber mittlerweile eigentlich komplett weg. Auch die Pinselalgen auf meiner Charis haben sich verabschiedet.
Gerade ist es nicht so klar, weil ich habe vorhin die Glasel und Auslässer geputzt und auch ein bisschen Wasser nachgefüllt. Wasserwechsel werde ich wahrscheinlich dann morgen machen. Das HCC habe ich auch schon mal zurückgeschnitten, auch mit dem Lantium Tenellum Red, was jetzt ein bisschen mehr rötlicher wird, wo man es zurückschneidet. Und es sind schon die ersten Fische in dem Aquarium, und zwar die Sundanio Axel Rudi. Aber nur 5 Stück, die was ich noch hatte. Da werde ich jetzt demnächst mal noch mehr Fische einsetzen. Aber sonst entwickelt sich das auch richtig gut und gefällt mir sehr. Und dann hier weiter zum 120p, zum Highlight sozusagen. Und was soll ich sagen? Ich bin richtig happy mit der Entwicklung. Und es ist auch relativ pflegeleicht. Ich mache relativ wenig. Ich habe, bevor ich krank war, den Sand ausgetauscht und auch die Hintergrundpflanzen geschnitten. Das war ein bisschen überfällig. Deshalb kommen die gerade nicht so schön zurück, wie ich mir das vorstelle. Muss ich ein bisschen schauen, dass die jetzt in den nächsten Wochen nach oben wachsen, dass ich dann ein Foto für den Contest machen kann. Ich mache ja dieses Jahr nicht beim IAPLC mit, weil man da das Aquarium nicht zeigen darf. Deshalb werde ich beim KIAC mitmachen, also beim koreanischen Contest, der auch international ist, also wo auch jeder mitmachen kann. Da werde ich dann da das Aquarium einreichen. Aber mir ist generell der Contest ja nicht so wichtig. Ich möchte einfach ein schönes Aquarium haben und coole Videos dazu machen. Deshalb ist halt der IAPLC für mich nicht mehr wirklich interessant. Zu den Fischen, die Red Tails sind schon relativ groß, die Fleckenbarben sieht man auch immer herumschwimmen, die Pfeffersalmler, die verstecken sich, das ist da hinten, die haben sich aber auch vermehrt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ah, sieht man gerade nicht, aber da sind ein paar kleinere dabei, also sind auf jeden Fall ein paar Babys durchgekommen. Ist auch ganz cool, dass sich die vermehrt haben. Ansonsten zu den Teil über Wasser, ich habe letztens mal ein paar Pflanzen weggegeben, also hier die Bromelien. Habe ich weggegeben, die Fahne sind noch da, die schneide ich immer wieder mal zurück, dass sie nicht zu viel werden. Der Farn eskaliert mittlerweile auch richtig, also da wachsen, kommen immer mehr Blätter. Habe ich auch schon ein paar zurückgeschnitten, was zu viel war. Muss ich halt immer schauen, dass es nicht zu viel wird, damit halt auch noch genug Wasser nach unten kommt. Aber das Aquarium entwickelt sich richtig gut und ich bin richtig happy damit. So, hier in der Küche ist auch noch der 30 Liter Cube, der ohne CO2 läuft. Und hier habe ich im Hintergrund ein paar Pflanzen dazu gesetzt, weil die hier einfach nicht gut gewachsen ist ohne CO2. Das Myrophyllum im Hintergrund, was jetzt so hoch ist, das schaut noch ganz gut aus. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Generell muss man sagen, so ein Pflanzenwuchs ist nicht so schön wie mit CO2. So, auch der Bodendecker, das Monte Carlo, schaut nicht so schön aus. Und vor allem auch hier die Lobelia Cardinalis Mini schaut nicht so fit aus. Also mal schauen, vielleicht benutze ich dann auch in Zukunft eine CO2-Anlage. Und schau, wie sich das dann so entwickelt und sich verändert. Aber im Großen und Ganzen schaut es ganz gut aus, vor allem, dass es halt ohne CO2 läuft. Kann sich das, denke ich, sehen lassen. Also mittlerweile sind es wieder 6 Aquarien, also gar nicht so wenig, aber ich hätte noch Lust auf mehr. Und auch, ich würde sagen, 4 Terrarien, 3 so richtige und das Asselterrarium ist ja noch so ein kleines Glas. Das zähle ich fast gar nicht dazu, weil ich da auch gar nicht so viel mache. Aber ich hätte auf jeden Fall noch Lust auf mehr und vielleicht kann ich mir den Traum irgendwann erfüllen, ein eigenes Aquascaping-Studio zu haben, wo ich noch mehr Platz habe. Also abonniere meinen Kanal gern, damit du es nicht verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal.